Hallo und willkommen beim Fluctus-Kanal. Der unverkennbare Donner eines Kampfjets strahlt Kraft und Stärke aus. Während einige den Anblick und den Sound von Kampfjets bewundern, empfinden andere das Geräusch eher als Lärm und beängstigend. Doch es gibt einen Raum, der auch den lautesten Jet zum Schweigen bringt. Techniker müssen oft die Triebwerke und andere Systeme einer genauen Inspektion unterziehen. Das erfolgt in einer speziellen Einrichtung, die man Hush-House nennt. In solchen schalldichten Kammern können Techniker die Triebwerke bei vollem Schub und mit Nachbrenner testen, ohne dass die Nachbarn etwas davon hören. In den Gebäuden dieser Einrichtung werden Triebwerke von Kampfjets zu Wartungszwecken getestet. Diese zwei Hangars sind die einzigen Orte, an denen man die Triebwerke mit vollem Schub unbegrenzt laufen lassen kann. Unter anderem wird die F-22 hier getestet. Nachdem das F-22-Triebwerk aus der CMS-Wartungseinrichtung kommt, wird es zur Lärmschutzhalle gebracht, um dort inspiziert und getestet zu werden. Entweder freistehend oder im Flugzeug eingebaut. Ist das Triebwerk eingebaut, wird das ganze Flugzeug durch eine Rückhaltevorrichtung arretiert. Ist es freistehend, wird das Triebwerk auf einem modularen Rahmensystem fixiert. Jetzt ist das Triebwerk auf den Abgastunnel ausgerichtet und der Test kann beginnen. Drei Piloten arbeiten die Vorbereitungscheckliste des F-22-Triebwerks ab. Der Hangar wurde zuvor gründlich nach Fremdkörpern abgesucht, die ins Triebwerk gelangen könnten. Das ist extrem wichtig, sowohl für das Triebwerk als auch für die Crew. Sobald das Triebwerk gestartet wird, entsteht ein extrem starker Luftstrom. Jeder Fremdkörper, der ins Triebwerk gerät, könnte die Schaufeln schwer beschädigen. Die Lärmschutzhalle ist schalldicht gebaut, sodass der beim Test entstehende Lärm nicht nach außen gelangen kann. Das F-22-Triebwerk wird unter der gleichen Last betrieben wie im Flug. Und trotz der Vibrationen und des Lärms, den es innerhalb des Hangars verbreitet, bekommt man außen von der ganzen Kraft des Pratt & Whitney F-119 PW-100 Turbofan-Triebwerks nichts mit. Die unvorstellbare Gewalt, wenn der F-22-Nachbrenner eingeschaltet wird, ist ohrenbetäubend. Helle, blaue Flammen schießen aus der Austrittsdüse in den dunklen Tunnel. Die Steuerung des Triebwerks wird von einem Leitstand aus vorgenommen, in dem Luftdruck, Treibstoffdruck, Öldruck und weitere Parameter überwacht werden, um zu sehen, ob irgendetwas Ungewöhnliches auftritt. Hochauflösende Videokameras sind strategisch rund um den Bereich positioniert, um auch optisch das Triebwerk auf Lecks oder andere Probleme überwachen zu können. Ein Testlauf dauert zwischen 1,5 und 2,5 Stunden.
Die F22 wurde im Hinblick auf Aerodynamik, Tarneigenschaften und Geschwindigkeit konstruiert. Die leistungsfähigen Triebwerke erzeugen reichlich Schub, der die Raptor auch ohne Nachbrenner während des Reiseflugs im Überschallbereich hält. Bei vollem Schub erreicht die F-22 eine Spitzengeschwindigkeit von Mach 2,25. Durch die Schubvektorsteuerung in Verbindung mit den zwei leistungsstarken Triebwerken kann sie auf 62.000 Fuß Höhe steigen und falls erforderlich einen fast senkrechten Steigflug ausführen. Immer ein Publikumsliebling bei Flugshows. Während das Rennen um die sechste Generation von Kampfjets unter einer Reihe von Ländern bereits läuft, darunter die USA, Großbritannien, Russland und China, ragen zwei Flugzeuge der fünften Generation in Sachen Aerodynamik und Zukunftsfähigkeit deutlich heraus. Und wen wundert's, gehören beide der US Air Force. Die F-35 ist derzeit das begehrteste Kampfflugzeug auf dem Planeten. Doch der einzige Grund, warum die Raptors in den Verkaufszahlen die F-35 nicht schlagen, ist, dass bei der F-22 ein Verkauf nicht einmal ansteht. Doch wie schlägt sich die F-35 im Vergleich zur F-22? F-35 wurde in der US Air Force im Jahr 2016 eingeführt, mit dem Ziel, die F-22 zu ergänzen. Obwohl sich die F-22 und die F-35 für eine Vielzahl von Missionen gleichermaßen eignen, sind es doch völlig unterschiedliche Flugzeuge. Die F-35 wurde nicht gebaut, um die F-22 zu ersetzen. Der einstrahlige Vielzweck-Kampfjet kann sowohl zu Luftüberlegenheits- wie zu Angriffsmissionen eingesetzt werden. Es wurden drei Varianten des Flugzeugs gebaut, um sowohl die Ansprüche der Air Force, des Marine Corps und der Navy zu erfüllen. Die F-35A fliegt von herkömmlichen Runways aus und ist die am weitesten verbreitete Variante. Die F-35B besitzt Kurzstart- und Senkrechtlandeeigenschaften und kann von unbefestigten kurzen Pisten sowie von Flugzeugträgern aus operieren. Sie kann mittels ihrer nach unten gerichteten schwenkbaren Schubdüsen und einem Liftfan hinter dem Cockpit vertikal landen. Die F-35C wurde hauptsächlich für die Navy gebaut, wo sie ausschließlich auf Flugzeugträgern eingesetzt wird. Die gesamte Struktur der F-35C ist so stabil, dass sie den Kräften eines Katapultstarts und einer Landung mit Fangseilen standhält. Obwohl man die beiden Flugzeuge oft schwer auseinanderhalten kann, da sie meist mit halsbrecherischer Geschwindigkeit über den Himmel rauschen, kann man sie doch einfach anhand der Anzahl der Triebwerke unterscheiden. Die Fähigkeiten und Agilität der F-22 Raptor
sind unübertroffen. Da die Produktion der F-22 vor Jahren eingestellt wurde, führt die US Air Force jetzt Tests an bestehenden älteren Versionen der F-22 durch, um durch neue Software und Waffensysteme den Tarnkappenjäger zu modernisieren und die Palette an kompatiblen Waffen zu erweitern. In der Lärmschutzhalle kann dieses Monster zwar kurz zum Schweigen gebracht werden, doch ist sie einmal am Himmel, kann sie nichts mehr aufhalten. Wir sind am Ende dieses Videos angekommen und ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wenn ja, dann abonnieren Sie bitte diesen Kanal, damit Sie zukünftige Folgen nicht verpassen. Dann bis zum nächsten Mal.